Schönen guten Morgen. Wir haben jetzt hier den Barcamp-Slot Programmeinträge des Arbeitskreises Kulturpolitik. Vom Arbeitskreis Kulturpolitik sind jetzt drei Leute hier, der Michael Passlack, Boris Reifschneider und ich, Christian Fleißner. Wir haben mit dem Arbeitskreis Kulturpolitik in den letzten Wochen, Monaten eine Reihe von Inhalten erarbeitet, die wir als Programmanträge für den kommenden Landesparteitag eingereicht haben in Butzbach. Im Moment ist noch die Änderungsfrist für diese Anträge, das heißt, was wir jetzt hier besprechen, kann auch noch in die Formulierung der Anträge eingehen. Ein wichtiger Grund, warum es uns auch ein Anliegen war, das jetzt hier zu besprechen. Ich schlage vor, dass wir jetzt so vorgehen, dass wir einmal einen kurzen Überblick über alle Anträge, alle Bausteine machen, damit man überhaupt eine Orientierung hat, worum geht's, und dann können wir über einzelne davon reden. Ist das so? Zustimmung? Zustimmung. Ja, wir haben ja auch ein paar Fragen, dann wollen wir auch gerne Feedback vielleicht hätten. Wir haben dann natürlich auch Fragen und sowas, ja. Aber vielleicht machen wir erstmal tatsächlich so ein paar Minuten Durchflug, damit man weiß, was kommt da noch oder also. Ja. Was haben wir uns dabei gedacht? Ist ja vielleicht auch manchmal interessant, ja. Das Ganze ist als Antrag, wird das gestellt als zunächst mal Blockantrag für ein Kapitel Kulturpolitik, könnte in dieser Form angenommen werden. Dann sollte in dieser Form unserem Wunsch nach angenommen werden, dann wäre das Kapitel in der Form mit allen Unterkapiteln drin. Passiert das nicht, dann gibt es eine Reihe von Unterkapiteln, die dann einzeln abgestimmt werden und in der Summe dann nachher eben auch das Kapitel Kulturpolitik im Programm darstellen würden, was auch immer da dann drin steht. Ich fände halt den Block schöner als Ganzes, erstmal, weil es auch effizienter ist, einfach beim Parteitag, damit es nicht so. Also ich persönlich würde es nur als Block abstimmen lassen und wenn dann abgelehnt, wäre es mir auch egal sozusagen. Aber hoffen wir mal, dass wir nicht dann so zerstückeltes Kulturprogramm haben, obwohl, glaube ich, die meisten Teile alleine stehen können, solange so grundsätzliche Sachen wie jetzt die Präambel, also so unser grundsätzliches Verständnis drin aufgenommen wird. Und es wäre aber blöd, auch einzelne Teile rauszunehmen, weil irgendwie gehört das mit dazu. Ja, da gibt es schon den ersten Dissens in unserem Arbeitskreis. Nein, natürlich wünsche ich mir auch, dass alles drin ist. Ich meine, aus guten Gründen haben wir das so verfasst, wie es jetzt ist. Aber wenn jetzt irgendwie ein Kapitel über Bibliotheken nicht drin ist, dann schadet das im Prinzip ja nicht dem Kapitel über Filmförderung. So, das ist jetzt so wichtig. Ganz wichtig ist, dass es eine Präambel gibt, die sozusagen den Rahmen aufspannt, was vor welchem Hintergrund, mit welcher Zielorientierung quasi haben wir diese kulturpolitischen Sachen verfasst, beziehungsweise was dann nachher im Programm stehen wird. Was stellen wir uns sozusagen als Grundorientierung im Umgang der Partei, als Positionierung für eine Grundorientierung im Umgang der Partei mit Kultur vor? Und das beinhaltet natürlich auch die Frage, was ist denn Kultur überhaupt an dieser Stelle, an der wir jetzt als Partei im Land Hessen darüber reden. Diese Präambel ist jetzt im Moment komplett zu sehen, wenn ich das richtig sehe. Da unten. Ganz kurz, habt ihr alle Essenswunsch schon aufgeschrieben? Noch jemand? Nein. 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 Okay. Nein. Hallo. Da war ein Nein. Sorry. So, das ist die komplette Präambel. Also da unten schließt sich dann gleich schon das erste Kapitel an. Jetzt, ich würde vorschlagen, dass ich das einmal vorlese. Wir können das bei den anderen Kapiteln nachher vielleicht anders machen, die Präambel. So, oder wollt ihr dies alles? Man liest schon. Vorlesen, nicht vorlesen? Lies vor. Okay. Auch für den Stream. Auch für den Stream, ja. Das stimmt, der Stream hat er jetzt. Ist aber alles im Wiki. Ist natürlich alles im Wiki, ja. Kulturpolitik. Kultur ist Identität. Alles, über das Individuen, Gemeinschaften und die gesamte Gesellschaft sich ihrer selbst versichern, Werte klären und entwickeln, ihre Kreativität ausprobieren und ausleben. All das, was über funktionale Lösungen für praktische Aufgaben hinausgeht. Dazu gehören die freien Künste ebenso wie Brauchtümer, die Gestaltung des Lebensumfeldes ebenso wie Philosophie. Kultur ist ein elementares Bedürfnis des Menschen und ein vielfältiges Kulturleben ist das Aushängeschild einer freien Gesellschaft.
Wir Piraten möchten ausdrücklich keinen Kulturbegriff vorgeben, sondern für eine Atmosphäre stehen, in der Kreativität, Alternativen und neue Ideen wachsen können. Keine Kulturform ist mehr oder weniger wert als eine andere. Herkömmliche Kategorien wie Hochkultur, Subkultur oder Soziokultur lehnen wir ab. Kultur ist um ihrer selbst willen wichtig und nicht, weil sie für irgendetwas anderes gut ist, wie zum Beispiel für Tourismus, der Schaffung von Arbeitsplätzen oder als Statussymbol. Im Grunde war es die Kultur selbst, die den Stein des Anstoßes zur Gründung der Piratenpartei auf der ganzen Welt gab. In Zeiten der kulturellen Veränderung ist die Piratenpartei Speerspitze der Entwicklung. Wir treten für eine offene, vernetzte und für alle Menschen zugängliche Kultur ein. Ja. Fragen oder erzählen oder so. Am meisten interessiert sind wir natürlich an an Punkten, wo ihr denkt, was soll denn das, gar geht nicht. Doch so nicht und so weiter. Ja. Also, wenn es jetzt wirklich unannehmbar ist. Wir haben halt hier versucht, um es mal kurz zu sagen, wenn man über Kultur oder Kulturpolitik erstmal redet, das ist unglaublich schwer, was ist Kultur überhaupt? Weil wenn du da erstmal anfängst, im Prinzip ist ja alles Kultur, Anführungszeichen. Also jeder, wie wir es da geschrieben haben, jedes Brauchtum, jedes Design ist ja Ausdruck von Kultur. Also wie gesagt, es geht dann bis hin zur Archäologie, wo wir gedacht haben, da müsste man auch irgendwelche kulturpolitischen Ideen vielleicht sogar noch reinbringen. Aber wir haben mir dann gelassen, damit wir so auf diese klassischen Felder eher geblieben sind. Aber auch gerade diese Sachen, die in anderen Parteiprogrammen von den Landesverbänden der Piraten sind, also Hochkultur, Subkultur so als Gegensätze aufzumachen, das wollten wir hier vermeiden, dass wir da so ein bisschen breiteren, allgemeineren Begriff fassen. Auch diese Soziokultur, die im Moment sehr hip ist, zum Beispiel bei den Grünen und sowas, also wo es um Gemeinschaftserlebnisse oder sowas, wie man es nennen geht, das wollen wir auch alles nicht so, wir wollen es gar nicht definieren, wir wollen es gar nicht festlegen, was sozusagen piratische Kulturpolitik, Kultur ist. Wir wollen sozusagen bestimmte Aspekte fördern, das also Kulturpolitik machen, anstatt Kultur zu definieren. Wo wir, wie gesagt, klar, wir sagen, es ist keine Funktion sozusagen sein muss. Und der letzte Absatz ist dann wieder, den hat man ja vielleicht schon öfters mal gehört oder gelesen, der ist auch in anderen Programmen drin. Oh, klar. Da ist er wieder. Was denn? Sehr gut finde ich, dass ihr ist keine Kritik, sondern eine Bestätigung. Sehr gut finde ich, dass ihr Kultur als Wert an sich seht und so, ich sag mal, für Kultur als Basis piratiger Kulturpolitik definiert und eben nicht als, ich sag mal, Geldbeschaffungsmaßnahme, das finde ich einen sehr wichtigen Absatz. Ich kann die Präambel in der Form, wie sie da ist, 100% unterschreiben. Können wir weitermachen? Mhm. Genau, muss ich von jeder, aber das haben wir, ne? Der Schweiß stimmt zu. Oder nicht? Ja, ich wollte nochmal fragen, inwieweit Religion als Kultur mit einbezogen wird oder inwieweit so die Gewichtung ist? Also Religion ist natürlich auch Kultur, aber das ist jetzt nicht, was wir kulturpolitisch in irgendeiner Form ansprechen wollen. Also das wird dementsprechend ausgeschlossen? Sozusagen, sobald das nicht, was weiß ich, wenn, keine Ahnung, Religion in Film oder Theater vorkommt, dann ist es vielleicht damit abgedeckt, aber es ist nicht so, dass wir jetzt einen eigenen Punkt zu Religionen und sowas. Ja, es gibt ja ganz verschiedene Begriffsdefinitionen von Kultur, je nach Kontext, wo man sich bewegt. Ja, also wenn man die CDU fragt, dann ist Kultur primär, was man klassisch Hochkultur kennt. Ja, Theater, Schauspiel, Goethe, sowas. Was natürlich auch Kultur ist, fragt man einen Anthropologen oder Ethnologen, dann ist Kultur, dass der Mensch irgendwann angefangen hat, mit Messer und Gabel zu essen.
das ist auch ein legitimer Kulturbegriff und in dem Sinn sind Dinge wie, gibt es natürlich Religionskultur. Religion als Ganzes finde ich relativ schwer als Kulturform zu bezeichnen, aber sie hat natürlich lauter Kulturformen, ja, Rituale und sowas. Aber das kommt, wie gesagt, sehr darauf an, wie man den Begriff der Kultur fasst. Und das heißt, mit dieser davon ausgehend, dass es den Begriff Kultur gar nicht gibt, haben wir uns gefragt, wir müssen quasi einen für unser Programm definieren, um auch letztlich einen Bezug darauf im praktischen Handeln im politischen Handeln zu ermöglichen. Also damit jemand, der jetzt dieses Programm liest, auch nachvollziehen kann, worüber wir überhaupt reden. Wenn wir sagen, alles ist Kultur, dann kann das, dann, also man kommt da nicht sehr viel weiter, weil auf einmal ist das dann so unscharf. Und deswegen lassen wir sowas wie Religion oder so als andere Baustelle. Das ist nicht unser Gegenstand, aber das lasse ich mal so. Das ist grundsätzlich eine wichtige Frage. Was kommt rein, was kommt nicht rein? Und wir haben, wie gesagt, wir werden gleich unsere Punkte, ich glaube 12, 13 sind es, vorstellen, wo wir dann halt sagen, was wir in diesem Bereich konkret wollen oder auch abstrakt uns als Ziel vorstellen. Aber wie gesagt, wir hätten das, also wenn wir mehr Zeit und Lust gehabt hätten, hätten wir da 100 Dinge reinschreiben können, weil es unglaublich viel gibt, was man unter Kulturpolitik fassen kann. Was, wie gesagt, den meisten vielleicht gar nicht so klar ist, dass das halt ein Punkt ist, wo man unglaublich viel reinpacken kann, weil das auch unglaublich viel mit dem Leben der Menschen zu tun hat, für die wir letztlich was auch erarbeiten wollen. Auch da muss ich uns zustimmen. Piratiger Politik ist eine Trennung von Staat und Religion. Und da es hier um piratige Kulturpolitik geht, finde ich gut, dass ihr das bewusst auch rausgelassen habt. Natürlich sind religiöse Bräuche und so weiter auch mit Kulturleistungen und Religion hat immer auch einen Einfluss auf die Kultur, aber da wir in einer multikulturellen Gesellschaft und damit auch in einer multireligiösen Gesellschaft leben, ist dieser freie Begriff, den ihr da gewählt habt, sehr gut. Ja, wir können weitergehen. So, als erstes kommt gleich, als erstes Unterkapitel. Also wir haben uns grundsätzlich bemüht, eher einen Rahmen aufzuspannen, aus dem heraus dann ein konkretes politisches Handeln für Kultur ableitbar ist. Und nicht jetzt so viel, wir wollen kein Regierungsprogramm machen, ja, also mit dem irgendwie schon klar ist, wir wollen das und das und das. Es gibt in den einzelnen Bereichen dadurch häufig eher abstrakte Ansätze. Das hier ist jetzt vielleicht einer der konkretesten gleich vorweg. Das ist wieder runtergerutscht. Das ist vielleicht sogar die konkreteste Forderung, die wir in dem Programm haben. Der Programmantrag lautet, aufzunehmen sei. Wir Piraten setzen uns ein dafür, dass die Förderung des kulturellen Lebens. Hallo? Ja, Entschuldigung, ich bin gesprungen. Wir Piraten setzen uns ein dafür, dass die Förderung des kulturellen Lebens zu einer kommunalen Pflichtaufgabe in der hessischen Verfassung und in der hessischen Gemeindeordnung verankert wird. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Kultur ist in den Kommunen freiwillige Leistung. Kommunen haben wenig. Es gibt Pflichtaufgaben bei Kommunen und es gibt freiwillige Leistungen. Die Pflichtaufgaben müssen sie per Gesetz sozusagen erfüllen und die freiwilligen Sachen sind das, wo gespart werden kann im Zweifelsfall. Und das wird dann auch mal eifrig getan. Genau, das ist das Problem. Also an den Pflichtaufgaben dürfen die Kommunen gar nicht kürzen. Und entsprechend müssen die auch rückfinanziert werden zum Teil. Und
um sicherzustellen, dass zum Beispiel Stadtbibliotheken nicht mal dicht gemacht werden, weil die Kommune sagt, ja, also allen Kommunen geht es schlecht finanziell und man quetscht dann halt aus, was man ausquetschen kann, ist der einzig saubere Weg eigentlich, das als Pflichtaufgabe zu übernehmen. In Sachsen gibt es das. Das wurde bei der neuen Landesverfassung Sachsens nach der Wende eingeführt. Und es hat sich bewährt, muss man schon sagen. Also das ist ein Modell, was im Übrigen auch zum Beispiel von der Kulturpolitischen Gesellschaft, einer Gesellschaft, die sich eben mit Kulturpolitik, die da auch sehr moderne Ansichten formuliert hat, die auch sagen, ja, das wäre quasi ein Kernanliegen, um sozusagen das Kulturhandeln von offiziellen Stellen überhaupt erstmal sicherzustellen, dass das nicht immer so unter, ja, muss man auch machen und so weiter und so. Weil natürlich zum Beispiel eine Stadtbibliothek ist ja auch eine Form von Teilhabe an einem gesellschaftlichen Leben. Da geht es ja, es geht nicht bei diesem ganzen Kulturbegriff nur darum, dass man irgendwo Luxus produziert. Das ist immer wieder wichtig. Und deswegen finden wir, Kultur ist etwas, das gehört quasi zur Grundausstattung des Menschen in unserer Gesellschaft. Und dann kann das nicht etwas sein, wo die Kommunen sagen, ja, das kann weg. Wir haben ja anderes zu tun. Ja, man sieht es ja auch hier, Vereine, soziale Einrichtungen und sowas, das sind ja auch Sachen, die dann von Kultur berührt werden. Selbst sowas wie Sportanlagen versuchen wir später nochmal so als kulturrelevante Themen ein bisschen zu definieren, weil es da dann einfach Sinn macht, wenn man Kultur als Pflichtaufgabe festnimmt, dass dann erstmal viel vom Gemeindeleben und sowas abgedeckt werden soll. Fragen, Anmerkungen oder... Eigentlich. Also wir sind an Kritik jeder Art interessiert. Also wenn jetzt findet zum Beispiel, das ist zu spezifisch, zu konkret oder sowas, immer sagen. Das ist genau. Das ist zu kurz, der Antrag. Also ein Satz. Soll man da mehr schreiben? Ich bin auch oft fragen. Ich bin nicht so ganz glücklich mit dem letzten Satz der Begründung. Kommt der mit in den Antrag mit rein? Also nein, weil klamme Kassen, okay, das kann jeder mitmachen, aber so ein Begriff hat in einem Antrag in dem Sinne nichts zu suchen. Von daher, wenn das als Begründung nicht nur ist und nicht als Teil des Antrags mitgeht, kann ich damit gut leben als Erläuterung. Im Antrag selber. Eine Erläuterung. Gut, okay. Begründung ist immer nur Erläuterung, warum wir etwas wollen. Gut, dann ist das in Ordnung. Schriftlich, damit man sie nachlesen kann, Wiki oder so. Also die Begründung ist Teil des Antrages insofern, aber sie ist eben nicht Teil dessen, was nachher ins Programm aufgenommen wird. Okay, das ist alles, was ich wissen will. Ja. Ich muss den Kopfhörer abnehmen, weil ich selber streame und ich höre mich da mal zeitverzögert. Deswegen kommt das sonst sehr komisch rüber. Ich wollte eigentlich auch nur sagen, also ich finde das eigentlich gerade gut, dass der Antrag so kurz ist und man kann das ruhig in einem Satz formulieren, weil das ist wirklich eine prägnante Formulierung und ich denke, das ist auch etwas, was den Antrag dann wirklich auch klar und deutlich macht. Wenn man das Ganze verlängert, dann wird das Ganze zu kompliziert. Ich habe das selbst erlebt, wenn ich Anträge schreibe, die neigen dazu, sehr lang zu werden, weil ich mir halt sehr, sehr viele Gedanken mache. Das führt dann wiederum dazu, dass viele Leute das nicht lesen und demzufolge nicht verstehen und demzufolge geht der Antrag dann halt einfach unter. Und deswegen finde ich das eigentlich recht gut, dass das so kurz und knackig ist. Ja, die meisten Anträge sind stark, die acht geschrieben und dann haben wir sie stark gekürzt, dass sie so verständlich und so einfach wie möglich sind. Ja, ein Satz zu den klammen Kassen, also dich jetzt direkt angesprochen. Ich glaube, wir wollten auch darauf aufmerksam machen, dass halt die Finanzierbarkeit nicht immer gewährleistet ist. Das heißt, es wird zuerst bei der Kultur oder artverwandten Sachen gekürzt. Jetzt die Frage, ob man das deiner Meinung nach vielleicht in den Antragstext noch übernehmen sollte. Ob das notwendig ist. Ich würde es so lassen. Also als
als Begründung ist das mit den klammen Kassen verliehen. Ja, das kann man ja umformulieren. Also, es ist aber klar, was gemeint ist. Ne? Die Begründung ist ja auch letztlich das, was wir dann vorne beim Parteitag sagen, wenn wir jetzt hinschreiben und dann sagen, was wir dann. Das ist eine Erläuterung jetzt, aber nicht den Inhalt quasi von zwei Begründungen. So, ich gehe dann mal weiter. Hier geht es, Kultur in der Breite stärken, hat zwei Hintergründe, wenn man so will. Erstmal ist es auffällig, dass in Hessen, wie wir es in der Begründung auch mal mit Zahlen nennen, einen relativ kleinen Teil des Bruttoinlandsprodukts für Kultur ausgibt im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, wo wir eben sagen, diese Quote könnte ruhig höher liegen. Warum schaffen wir das in Hessen nicht? Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass der Großteil dieser Kulturförderung sich auf Zentren wie Wiesbaden, Frankfurt und ähnliches konzentriert. Also sozusagen noch durchschnittlich fürs ganz Hessen ist es noch geringer, wenn man das abziehen würde. Dass wir sagen, da soll also die Quote erhöht werden, einerseits, nach Möglichkeit natürlich. Das ist ja unsere Vorstellung, unser Ziel. Wir wollen jetzt da kein Regierungsprogramm vorgeben. Gleichzeitig aber sagen, diese notwendige Erhöhung der Quote, wie wir es dann im Antrag auch schreiben, soll sozusagen der freien Kulturszene sozusagen zugutekommen. Also wir wollen nicht sagen, die bestehende Kultur soll gekürzt werden und das soll der anderen Kultur, wie es manchmal auch gedacht wird. Also wir sagen, nein, die können ruhig bleiben, wie sie sind erstmal, Kompromiss sozusagen eingehen, aber wenn wir eine Erhöhung des Etats machen, dann sollen das eben nicht wieder die etablierten Häuser kriegen, nicht wieder diese Staatstheater, die jetzt schon, was weiß ich wie viel, 90-80% zugeschustert kriegen. Eben Kultur für alle da, unser Motto auch, wieder, dass wir halt dieses Kulturleben in der Breite stärken wollen. Das ist so ein bisschen das Ziel dieses Antrags. Kultur sind auch so Dinge wie Musikschulen oder sowas. Ja. Und das ist in Hessen relativ unterfördert. Also wenn man einfach auf andere Bundesländer guckt, Hessen ist ein recht reiches Bundesland. Ja. Und da fragt man sich erst recht dann und hält sich natürlich was auch auf die ganze Kultur zugute. Ist ja auch erstmal, könnte man das ja auch schön finden, aber dann, wenn man das genauer betrachtet, merkt man, dass so wie es in der Landespolitik gehandhabt wird, die Kultur, auf die man sich was zugute hält, ist die Wilhelmshöhe, der Park in Kassel, ist irgendwie so. Und das sind tolle Sachen, ja. Also die Museumsufer in Frankfurt, super, ich bin total froh, dass wir sowas haben. Aber Musikschulen oder sowas ist unterfördert. Und wenn man Nachwuchsförderung, freie Szenen, ja, kleine Theater, also Theater, die jetzt nicht eben ein Haus sind, sondern die daraus entstehen, dass drei Leute sagen, wir wollen irgendwie ein Off-Theater machen. Und zwar in Fulda und nicht in Frankfurt. Oder sowas. Ist ganz schlecht ausgestattet, wo man sich dann denkt, so hallo, also gerade wenn man jetzt irgendwie mit so den großen Dingern die vor sich herschiebt als Kulturland, dann kann es doch nicht sein, dass man die Förderung dessen, was sowas ja letztlich hervorbringt. Ja, ich meine, die Leute, die jetzt anfangen, die jetzt kleine freie Szene sind, die sind letztlich auch der Grundstock dafür, dass dieses Kulturland so weitergeht. Kann das doch nicht sein, dass man das dann irgendwie so unter, ja, okay, machen wir auch und ist ja irgendwie so, das ist ja quasi das wenig repräsentative. Okay, wir kommen nicht durch. Widersprüche, Einwände, Fragen, Unklarheiten? Das wird dann so teuer gestaltet, dass es keiner nutzt, gerade wenn ich da an die Musikschulen denke. Und dass dann eben sehr viel auch zum Beispiel eben wieder, wie ich es vorhin schon sagte, religiös gefördert wird, dass dann sehr viele Feste halt einen religiösen Hintergrund haben, was dann eben angeboten wird. Ja. Ja, ich meine, es ist natürlich schön, dass die Bürger in Museen gehen können, aber sie sollen bitte schön auch die Chance haben, Instrumente zu lernen. Also so, ich finde, das gehört tatsächlich zu so einer Grundausstattung, die ein halbwegs wohlhabendes Land seinen Bürgern anbieten können sollte. Wir gehen ja auch nicht vor, jetzt, was wir genau fördern wollen. Das ist dann ja wieder sozusagen den Piraten in den Parlamenten in der Regierungsbeteiligung vorbehalten. Oder in den Kommunen. Ja, oder gut, das ist jetzt natürlich ein Landesprogramm, nicht kein kommunales Wahlprogramm oder
Ja, wobei Landesprogramm hat sich natürlich hat einen Trickle-Down-Effekt auf die Kommunen dann. Das hoffen wir, das ist so. Ja, und es soll auch den kommunalen Mandatsträgern und sowas helfen in ihrer Arbeit. Also dass sie sich alleine, also helfen, passiert ja schon in der Form, dass sie, wenn sie jetzt einen Rahmen haben, wo das eine Frage wäre, sich auf etwas beziehen können. Also einfach sagen können, hier, Programm der hessischen Piraten, steht drin, so, soll das und das passieren. Und deswegen fordern wir jetzt hier vor Ort in dieser Situation, weil das und das soll passiert werden, ja, eine Musikschule soll geschlossen werden oder sowas. Deswegen, daraus leitet sich, damit ist unsere Forderung quasi parteimäßig fundiert. Das reicht ja schon. Muss denen ja gar nicht, jetzt im Gegenteil, man soll ihnen ja gar nicht detailliertes Handeln vorgeben, sondern so eine Art Rahmen zur Verfügung stellen. So. Im Gegensatz zum Bildungsantrag, der schon sehr genau. Wir müssen uns ja jetzt nicht gegeneinander positionieren. Ich wollte sagen, das ist unsere Idee, wenn ihr das anders haben wollt, dann sind wir natürlich. Wenn ihr das anders haben wollt, also viel konkreter und spezifischer, sind wir natürlich auch auf euer Feedback angewiesen. Weißt du, ich weiß auch nicht, was sozusagen die Parteibasis wäre, letztlich unterstützenswerter fände. Wir könnten das auch hier überall nochmal riesig aufblasen und dann wirklich sagen, da, so muss es gemacht werden. Wir wollten jetzt, weil es überhaupt noch keinen kulturpolitischen Teil gibt in unserem Programm, erstmal mit diesen Basics anfangen. Was sind unsere Überzeugungen sozusagen? Wie kann man piratische Kulturpolitik sozusagen überhaupt verstehen? Ja, nächstes Unterkapitel, Zugänglichkeit von Kultur und Kulturtage, die ergeben sich daraus quasi an zweiter Stelle. Sag du mal. Also der Hintergrund hier ist jetzt ganz einfach zu sagen, es soll bei kulturellen Veranstaltungen und Institutionen, wie es in vielen anderen Ländern auch praktiziert wird, aber eben nicht hier vor Ort meistens, zumindest einmal die Woche die Möglichkeit geben, kostenlosen Eintritt anzubieten, der dann eben auch den Leuten zugutekommt oder allen zugutekommt, sodass jeder unabhängig von seiner finanziellen Ausstattung eben Museen und von mir aus auch Theater und sowas dran teilhaben kann. Das haben wir dann unter dem Schlagwort Kulturtage. Also einmal die Woche ist ein Kulturtag, wo dann das Theater oder das Museum vor allen Dingen wahrscheinlich dann freien Eintritt anbietet und dann entsprechend Leute kommen können. Das wollen wir nicht sagen, wann das sein muss und wie genau. Wir schreiben hier extra, dass es regelmäßig sein sollte, als Vorschlag einmal die Woche, aber das ist ja noch verhandelbar letztlich. Wie gesagt, das Ziel ist eben diese schrankenlose und unentgeltliche Teilhabe an Kultur, was ja wie gesagt grundsätzlich auch schon in unserem Grundsatzprogramm drinsteht, also diese Teilhabe aller Menschen, was letztlich auch ein sogenanntes Menschenrecht ist, was von der UNO, glaube ich, verabschiedet wurde in dritter Generation in den 70ern und so. Also was mir jetzt hier fehlt, ihr schreibt hier einen Satz rein, Kultur muss für jeden Bürger erreichbar sein, unabhängig von seinem sozialen und finanziellen Status. Da fehlt mir doch ein Wort in dem Satz, nämlich meiner Meinung nach muss es heißen, Kultur muss für jeden Bürger barrierefrei erreichbar sein, weil wir haben auch Behinderte unter uns und da haben wir das so ein bisschen versucht reinzupacken. Ja, aber dass man es vielleicht nochmal konkreter reinschreibt, weil zum Beispiel ist es ja auch halt so, bei Gehörlosen weiß ich es, wenn die zum Beispiel an die Volkshochschule gehen wollen und wollen von mir aus einen Strickkurs machen, ja, die können das nicht, weil niemand ist da, der die Gebärdensprachdolmetscher finanziert, die die brauchen. Ja? Und wenn die sowas lernen wollen, dann es gibt nur drei Einrichtungen in Deutschland, wo die sowas machen können, weil diese entsprechenden Dolmetscher halt dort gestellt werden. Und das ist halt auch was geändert werden muss. Danke. Das sehen wir ganz genau. Sie haben versucht, das wie gesagt so zu formulieren, aber ich glaube, da werden wir nochmal drüber gehen. Das haben wir vielleicht etwas nochmal konkreter. Das ist sozusagen unser Ziel, ist genau das, was du gesagt hast, dass wir dieses schrankenlos, barrierefrei, wie man es nennt, dass das eben muss ja auch so sein, weil wir wirklich alle beteiligen wollen. Ja, vielleicht eins noch dazu. Also im Moment wird Kultur so als Konsumgut gehandelt, mit dem auch im Prinzip so einem Marktverständnis der Konsument
es muss ein Konsuminteresse geben und das rechtfertigt auch, warum es ein Angebot gibt und sowas. Und wir sagen aber umgekehrt, nee, Kultur ist ein gesellschaftliches Grundding, das ist auch etwas, was die Gesellschaft einigt. Das ist sozusagen das Gemeinsame, was man hat. In dieser Präambel, wo wir es formuliert haben, dass Kultur auch etwas ist, über was eine Gesellschaft sich identifiziert und sich ihrer Werte versichert. Ja, also ich meine, Kultur ist ja eben nicht nur das Schöne, Ästhetische, sondern Leute gehen auch ins Theater, weil in Hamlet Machtdiskurse geführt werden und so weiter. Ja, das ist vielleicht nicht unsere Art, sowas zu diskutieren, aber das ist auch ein Machtdiskurs. Oder eine philosophische Runde, eine philosophische Podiumsdiskussion ist natürlich ganz klar eine Kulturveranstaltung und die dient ja auch dazu, um Dinge zu klären und sowas. Und deswegen muss man Kultur quasi anders verstehen als, du kannst es als Konsument dich um den Erwerb bemühen, sondern es muss einfach vom Staat, also von der übergeordneten Organisation der Bürger aus den Bürgern fast proaktiv angeboten werden. So. Ja, an der Stelle eine ganz kurze Zwischenfrage. Habt ihr an anderer Stelle irgendwo oder geht ihr an anderer Stelle irgendwo auf öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein? Weil das ist ja ein Mittel, um Kultur zu transportieren und das ist eigentlich auch der originäre Auftrag dieser Anstalten. Ich komme so ein bisschen aus dem Radiobereich, deswegen interessiert mich dieses Thema halt auch besonders. Wenn nicht, dann wäre das vielleicht eine gute Idee, das an dieser Stelle auch mit einzufügen, zumindest noch in einem Neben- oder Halbsatz, weil eben, wie gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja eigentlich dessen originärer Auftrag ist und gerade auch unter dem Gedanken dieser Konsummentalität sieht man ja auch, wie die Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in letzter Zeit zunehmend erodieren. Also Medienpolitik haben wir gar nicht drin und entsprechend das auch an der Stelle, das kommt auch nicht mehr. Weil da gibt es ja auch AK-Medienpolitik. In Hessen gibt es keine AK-Medienpolitik. Wir haben das, also schon, muss ich sagen, primär aus Mangel an Kompetenz. Natürlich, was du jetzt beschreibst, ist eine Forderung, die durchaus auch von uns zu bewältigen ist sozusagen. Wir haben aber gedacht, wir lassen das ganze Feld Medienpolitik raus, weil man dann ganz schnell auch auf viel komplexeren Fragen ist, in einer Gremienbesetzung und so weiter. Und da muss ich sagen, finde ich total wichtig, aber kenne ich mich nicht genug mit aus. Aber natürlich, das so allgemein mit reinzunehmen, wäre durchaus eine Option. Ja. Sonst? Weiter? Gehen wir weiter. Weiter? Kannst du mal vorstellen? Kann ich mal vorstellen. Ja, Transparenz und Entbürokratisierung bei Förderungen. Vieles bei Kulturakteuren passiert über Förderungen von öffentlicher Hand. Das kann ganz verschieden aussehen. Das können beantragte Gelder sein zur Projektdurchführung. Das ist das, was so der freie Kulturakteur häufig kennt oder die kleinen, so freie Theater oder sowas, also ganz kleine Institutionen. Große Häuser kennen das auch. Große Häuser kennen, also egal ob es jetzt Museen sind oder Theater oder andere Einrichtungen, kennen aber natürlich auch eine Institutionenförderung. Das heißt, die werden gefördert, um grundsätzlich einen Betrieb zu gewährleisten und nicht einzelne Dinge, die darin passieren. Dann gibt es auch Förderungen wie Stipendien oder sowas zum Beispiel. Man bewirbt sich bzw. beantragt bestimmte Förderungen als Einzelperson, als Institution und die werden dann irgendwie einem beschieden. Und die Wege, die Entscheidungskriterien, nach denen Gelder beschieden werden, sind nicht immer gut nach außen kommuniziert. Das ist noch eine relativ freundliche Darstellung. Es gibt Stipendien, die werden gut begründet vergeben, aber es gibt einen ganzen Haufen Förderungen, da ist dann nur klar, das und das wird gefördert und man erfährt eigentlich nie so richtig, wer wann warum entschieden hat, dass jetzt das gefördert wird und nicht etwas anderes. Und da wäre einfach Transparenz natürlich eine Grundpiratenforderung, die auch mit der Hoffnung verknüpft ist, dass möglicherweise manchmal Förderungen, die sich so im Laufe der Jahre automatisiert haben, ja, eine Institution, die kriegt sowieso jedes Jahr irgendwie das und das Geld, hinterfragbar wird. Das heißt ja nicht, dass man das einstellen muss,
Aber wenn unsere Transparenzannahme kommt ja daher, dass wenn der Bürger mal besser drauf gucken kann, dann sich vielleicht auch manche Dinge mehr im Interesse des Bürgers von selber regulieren. Also weil der dann sagt, ja, was soll denn das da? Ja? So, Transparenz, einfacher. Ja, wie gesagt, das Problem ist da auch viel, dass diese Förderungen so eine selbsterfüllende Prophezeiung sind. Wenn du da erstmal drin bist, dann gelingt es dir meistens einfacher, wieder das am Leben zu erhalten. Und dann weiß irgendwann niemand mehr, warum du jetzt gerade im Moment noch gefördert werden musst, wenn das vielleicht gar nicht mehr so relevant ist oder, keine Ahnung, andere Sachen vielleicht besser mal was Neues gefördert werden sollen. Und das wollen wir hier auch zeigen, vielleicht aufzeigen, wie viel Geld geht wohin, warum vielleicht auch noch dazu, damit man guckt, ist das wirklich sinnvoll, also dass der Bürger fragen kann, ist das in meinem Sinne das, was ich gerne hätte oder wie das dann auch gewünscht ist gesellschaftlich. Grundsätzlich, wir haben es jetzt mal gerade gesagt, diese professionellen Antragsschreiber ist auch so ein bisschen eine Problematik. Wir brauchen jetzt nicht ganz lange dazu eingehen, dass es halt so ist, dass wenn man diese Skills hat, diese Anträge zu schreiben, dann fällt es sehr leicht, das zu bekommen. Teilweise mit Unterstützung von Anwälten kann man dann da gut reinkommen. Aber wir wollen eben, dass das vielleicht ein bisschen vereinfachter wird, dieses Verfahren. Oder transparenter ist, was sind die Anforderungen, um was zu kriegen? Eben nicht nur, man muss irgendwelche Formalkriterien und frag mich nicht erfüllen, damit man da überhaupt berücksichtigt wird. Dass das sozusagen klarer ist, warum werden Sachen genommen, warum werden sie aber auch abgelehnt. Weil, wie gesagt, das Ziel ist, grundsätzlich muss die Förderung allen offen stehen. Ja, Ansatzpunkt. Also das ist ausgebaut jetzt. Also der Plan war, dass man, also der Satz ist auch mal gefallen, dass man praktisch Betriebswirtschaft schon studiert haben muss, um diese Anträge auszufüllen. Also dass es hilfreich ist, wenn man da Qualitäten in der Richtung hat. Das Problem oder der Wunsch ist, dass sich die Künstler auf die Kunst konzentrieren können und nicht jetzt eben den betriebswirtschaftlichen Teil. Ja, genau, kommt jetzt. In dem Zusammenhang kommt jetzt, ist auch der nächste Absatz zu sehen, das zu vereinfachen. Ja, also was diese Anträge und so betrifft, das ist natürlich nicht an allen Stellen so, aber es gibt durchaus Bereiche, wo Antragsschreiben eine Wissenschaft für sich ist. Genau, daraus wäre, also weil unser Fokus, das merkt ihr ja schon, richtet sich auf die kleineren Akteure, auf die freie Szene. Die großen Häuser haben erstmal aus verschiedenen Gründen weniger Probleme. Erstens sind sie gerade in Hessen sowieso schon abgesicherter. Dann haben sie aber, weil sie größer sind, auch die Ressourcen, um zum Beispiel einfach jemanden zu beschäftigen, der in dieser Antragsschreiberei zum Teil sogar ausgebildet ist. Ja, man kann das lernen mittlerweile, wie man richtig Anträge schreibt. Also so. Insofern dachten wir natürlich, wir müssen uns quasi um die ganzen Akteure in der Breite kümmern, die weder diese Ressourcen haben, rein von der Arbeitskraft her, um diesen ganzen Kram zu machen, noch oft die Fachkenntnisse und so weiter. Das sind häufig alleine arbeitende Akteure. Der typische Kunstschaffende ist oft ein Einzelkämpfer. Oder, was weiß ich, ja, ein Kindertheater, was irgendwie von drei Leuten betrieben wird, die gerade so davon leben können, hat auch genug zu tun, um nicht noch Fachwissenschaft, Bürokratiebewältigung oder sowas nebenbei quasi studieren zu können. Und deswegen schlagen wir vor, dass es dass Kulturlotsen eingerichtet werden sollen. Das wäre das Schlagwort, das kann auch anders heißen. Also ich bin aus Gießen und in Gießen gibt es zum Beispiel eine Institution, die wurde eben aber auf kommunaler Ebene als Modellprojekt sozusagen ins Leben gerufen. Die heißt dann Kümmerei. Und die leistet genau solche Dinge, die schafft quasi eine Brücke zwischen den Kunstschaffenden und den Kulturschaffenden und den Stellen, mit denen sie zu tun haben müssten, also Ämtern, aber auch zum Beispiel Immobilienbesitzern, die, bei denen Leerstand ist und wo es häufig die Situation gibt, dass man denkt, okay, der eine hat Leerstand, der andere hat Raumbedarf. Es gibt so temporäre Nutzungsmöglichkeiten. Ja, der Kulturschaffende kann rein, nur gegen Übernahme der Nebenkosten, muss aber kurzfristig wieder raus, wenn das Objekt wieder vermietet ist. Das sind praktikable Modelle, aber die muss ja jemand
da muss sich ja jemand drum kümmern. Und der typische Einzelkämpfer verzehrt unglaublich viel seiner Arbeitszeit und natürlich damit auch seiner kreativen Energien, damit dieses ganze Umfeld zu bewältigen. Was völlig ineffizient ist, wenn das jeder für sich tut. Es ist viel sinniger, man hat eine Instanz, die dem als Ansprechpartner dient und ihn einfach in vielen Stellen dadurch entlasten kann. Und deswegen schlagen wir vor, dass man landesweit solche Stellen schafft, ob die jetzt am Ende wirklich Kulturlotsen heißen oder nicht, das ist ja, darum geht es nicht. Das muss auch nicht eine Person sein, was dieser Begriff des Lotsen so suggeriert, sondern kann, wie die Kümmerei in Gießen, so ein Netz, also ein kleiner, in Gießen sind das zwei Leute, die quasi eine Institution sind, sein. Aber es geht im Prinzip um so eine Art Unterstützungsnetzwerk, um genau diese Seite der Kulturschaffenden zu befördern, die mehr Förderung gut, also so auch praktische, nicht nur Geld. Ja. Es hilft dem Einzelschaffenden nicht unbedingt, wenn er dann mal 300 Euro mehr bekommt, wenn er trotzdem irgendwie da mit vielen Nebentätigkeiten total überfordert ist, um diese Förderung auch mal von diesem ewigen Geld-Ding wegzuholen und zu sagen, nein, es geht doch auch um ein Tun. Das ist einer der Anträge, die sozusagen ganz konkret auf die Bedürfnisse der Kulturschaffenden gemünzt ist. Also das ist ein Problem, was die wirklich haben. Das ist jetzt nicht, dass wir das so in den Raum hineinschreiben, das wäre schön, wenn man es hätte, sondern das ist so ein Wunsch, den, glaube ich, ziemlich viele von denen haben, dass sowas mal eingerichtet wird, so eine Stelle, die ihnen ganz einfach hilft bei diesen Formalien und diesem ganzen Kram, der da auf einen zukommt. Unabhängigen Kulturlotsen stellt sich jetzt für mich natürlich auch die Frage der Finanzierung. Ihr habt mit der Kümmerei ein Praxisbeispiel, wie finanziert sich das? Weil ich sehe es dann als schwierig an, sowas dann zum Beispiel aus dem Etat begründet zu finanzieren, wäre vielleicht, also halt eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ein Teil des Kulturkontingents an Geld geht halt eben an solche Kulturlotsen. Ob das so ideal ist, müsste man dann eben abwägen. Aber wie sieht das zum Beispiel bei der Finanzierung der Kümmerei aus? Also die Kümmerei ist, die gibt es jetzt seit 4 Jahren. Und die ist initial finanziert worden, teilweise vom Wirtschaftsministerium und teilweise von der Stadt. Also der Anstoß ging vom Wirtschaftsministerium aus, wo es einfach eine Stelle gibt, die sich auch um diese Kreativwirtschaft kümmert, die auch ziemlich fit ist, so die Person, die das besetzt. Die hat gesagt hat, ja, also es gab in Gießen dann auch Leute, die jetzt sich quasi als sehr geeignet dafür angeboten haben, okay, wir probieren das mal, das musste der Stadt eher so ein bisschen näher gebracht werden, dass die Stadt das selber auch noch mitfördert. Mittlerweile ist sie total dankbar dafür, die Förderung, das war ein 3-Jahres-Zeitraum des Wirtschaftsministeriums ist jetzt ausgelaufen und die Stadt fördert es jetzt, ich glaube, alleine. Oder zum Großteil auf jeden Fall. Das heißt, die Stadt hat auch über diese 3 Jahre gelernt, wie viel das ihr bringt, wie viel das Ressourcen, die sonst auch so verzammeln im städtischen Kulturleben, einfach bündeln kann, produktiver macht, weil dadurch auf einmal, ja, wenn die Kümmerei Leerstand klar macht, dann gibt es danach mal für ein halbes Jahr einen Raum, wo Ausstellungen stattfinden. Und das funktioniert. Das ist ein ganz klar erkennbarer Mehrwert, mit auch im Verhältnis zum eingesetzten Geld, um die Kultur zu schaffen. Weil die Ausstellung ist ja dann nicht nur ein Gewinn für den Künstler, der jetzt da vielleicht mal ausstellen kann, sondern eben auch für die ganze Stadt, wo die Leute sagen, ah, jetzt gibt es endlich mal was. Gesellschaft, ja. Was soll ich mit Gesellschaft sagen? Für die ganze Gesellschaft, sozusagen. Ja, nochmal um diese Finanzierungsfragen. Da haben wir natürlich jetzt relativ wenig im Prinzip Konkretes an, weil wir erstmal, das ist klar, es soll kein Regierungsprogramm werden und sowas. Das ging ja auch nicht um konkret. Ja. Es
ging mir auch nicht um jetzt konkrete Finanzierungsmodelle, nur dass man das auch mit im Blick behält. Ich würde in die Begründung das Beispiel mit der Kümmerei durchaus auch reinbringen, als Pilotprojekt, als Verweis darauf, um zu sagen, hallo, sowas gibt's schon und es funktioniert. Es funktioniert so gut, dass die Stadt es jetzt alleine weitermacht, weil sie merkt, dass es ihnen was bringt. Guter Hinweis. Ja. Wir gehen natürlich von aus, dass wir alles mündlich vortragen können, aber eigentlich besser das in die Begründung nochmal so als Stichwort mit Link oder sowas. Ja. Genau. Open Access. So, das ist jetzt wieder. Jetzt erstmal sehen, was wir da genau haben. Open Access ist ja eins der Kernthemen der Piratenpartei, steht auch schon im Bundesprogramm drin. Und hier wenden wir das mal konkret auf die Kultur sozusagen an, wo wir sagen, eben Kulturgüter, die der öffentlichen Hand und damit allen gehören, müssen auch für den Bürger so frei wie möglich zugänglich sein und nutzbar. Und damit wollen wir jetzt zunächst erstmal die Nutzung von Abbildungen und solcher Sachen, gerade so Foto-, Film- und Tonaufnahmen, möglichst freigeben. Dass das halt nicht immer, wie es in manchen Museen ist, keine Fotos erlaubt und sowas. Dass wir sagen, ja, das ist unser, also wir finanzieren das Museum, diese Werke gehören womöglich auch dem Museum. Warum darf ich als Bürger das dann auch nicht sozusagen davon Bilder machen, um die dann womöglich auch noch nicht kommerziell zumindest nutzen zu können. Also, dass ja immer dieser Riesenaufwand gemacht wird, zu sagen, hier geht nicht, darf ich auch bei manchen, viele Sachen, auch geförderte Kunst, darf man ja gar nicht fotografieren und sowas. Okay, da wollen wir halt sagen, solange dem nicht andere Rechte zwingend entgegenstehen, wie gesagt, alles nähere regelt ein Bundesgesetz, sagen wir erstmal, es soll erlaubt sein. Wichtig, ja. So? Ja, also als Beispiel gerade das mit dem nicht fotografieren dürfen in Museen hat mich persönlich schon sehr geärgert und auch ja letzten Endes mich in meinem Kulturschaffen in dem Sinne behindert. Ich bin aktiv auf Mittelaltermärkten und wenn ich dann wunderbare Ausstellungsstücke sehe, nach deren Vorbild ich dann experimentalarchäologisch arbeiten kann auf Mittelaltermärkten und davon keine Fotos machen kann, dann betrifft mich das ganz, ganz aktuell. Und das ist mir mehrfach passiert in verschiedenen Ausstellungen, dass ich da Sachen hatte, wo man die Techniken sehen konnte. Und auch alte Handwerkstechniken sind Kulturleistungen. Und die am Leben zu halten, ist Kulturschaffen. Und von daher, also das Open Access, wobei das spielt ja auch ein Stück weit dann mit den, ich sag mal, Kulturtagen zusammen. Open Access und Kulturtage ist da eine Verbindung, die könnte man vielleicht auch noch ein bisschen argumentativ verstärken. Genau. Du sprichst uns aus der Seele, also so haben wir das ja auch gesehen, es muss so genutzt werden können. Wollen wir jetzt zu den Bibliotheken gehen, Christian? Ja, das ist jetzt wieder so ein etwas längerer Block, weil natürlich Förderung oder auch die Rolle von Bibliotheken und Mediatheken ein ganz klassisches Thema von Kulturpolitik ist. Darum, Christian, lest du einfach vor. Ja. Also, Bibliotheken und Mediatheken sind Zentren des öffentlichen Zugangs zu Wissen, Orte des Forschens, Lernens und der Inspiration. Sie bilden Tore zu analogen wie digitalen Welten, stellen eine wichtige Schnittstelle zwischen beiden dar und haben mit ihrer Fachkompetenz eine wichtige Beratungs- und Vermittlerfunktion bei der Informationsrecherche.
Darüber hinaus sind sie auch soziale Räume, die als attraktive Treffpunkte für kulturelle Bildung für alle Generationen zur Verfügung stehen sollen. Die Piratenpartei Hessen setzt sich für den Ausbau öffentlicher Bibliotheken und Mediatheken und eine Erweiterung ihrer Aktivitäten ein. Ihre Funktion als Vermittler soll gestärkt und die Rolle der Bibliotheken als Anlaufstelle für die Informationsrecherche und Bereitstellung gefördert werden. Sie sollen noch umfangreicher verfügbar sein, auch und gerade in ländlichen Regionen. Zudem ist eine intensivere Vernetzung mit anderen Institutionen, Volkshochschulen, Theatern etc. zu fördern. In den Beständen sollen bestehende Projekte zur Digitalisierung vorangetrieben und neue initiiert, sowie die Zugänglichkeit der gewonnenen Daten verbessert werden. Bibliotheken und Mediatheken sollen zum Beispiel durch die Förderung von Programmen zur Lese- und Medienkompetenz Zentren kultureller Bildung werden und den Umgang mit Informationsressourcen sowie Kreativität jenseits von Verwertbarkeit fördern. Bibliotheken und Mediatheken sind verschieden. Das ist ganz klasse Stadtbibliotheken natürlich. In Frankfurt aber auch schnell sowas wie die Deutsche oder die Universitätsbibliothek. Also und sind aber heute weit mehr als nur ein Bücherregalhort. Also das sind sie auch schon, muss man sagen. Im Prinzip sind die von ihrer eigengetriebenen Entwicklung her auf einem guten Weg. Manche Kommunen unterstützen das auch so, dass sich tatsächlich die auch gut weiterentwickeln. Andere kürzen halt, weil es eine freiwillige Leistung ist. Und wir haben uns gedacht, das erste war mal, wir fordern nicht, dass man die nicht weiter kürzen darf, sondern wir fordern, dass die einfach noch mehr können sollen, weil sie natürlich eben viel mehr Funktionen haben, als was man von früher kennt. Man geht hin, sucht sich ein Buch aus, leiht sich's aus, geht wieder nach Hause damit und hat dann halt was von dieser Ausleihstelle. Ja, mittlerweile bieten sie... Das Selbstverständnis ist auch mittlerweile ein anderes. Sie bieten öffentliche Internetzugänge. Sie bieten häufig die tatsächlich auch Schritte, um zum Beispiel Lesekompetenz zu fördern. Ja, das ist ja auch, also was man so... Also jenseits der Schulbildung gibt es diesen ganzen Bereich kultureller Bildung, der auch wichtig ist. Ja, Ja, und sowas kann man in Bibliotheken machen. Manche Bibliotheken machen das, wenn sie es können, von den Ressourcen her. Und natürlich, das ist der Top-Ort dafür. Auch für diese Verknüpfung von analogem, also Bücher und digitaler Welt. Ja, sowohl was jetzt das Digitalisieren betrifft. Klar, da gibt's ja jetzt auch, das ist dann zum Beispiel überhaupt keine Stadtbibliothekssache, aber so die Deutsche Bibliothek, die Uni-Bibliotheken und so, die haben große Digitalisierungsprojekte. Das ist total sinnvoll. Gleichzeitig muss man die Nutzer aber auch mitnehmen auf diesem Weg. Und das können dann natürlich genau die Stellen, die diese Ressourcen nicht nur zur Verfügung stellen, sondern auch beherrschen. Ja. Informationsrecherche. Wir sind so eine informationsversessene Partei und reden über so viel Informationen, deren Verfügbarkeit von Nutzen ist, Transparenz. Ja, so. Aber ich muss natürlich mit den Informationen auch irgendwie umgehen können. Ich muss sie finden, ich muss die Massen bewältigen und sowas. Diese Kompetenzen liegen bei Bibliothekaren oder Medienarchivaren oder sowas, da sind die vorhanden. Also ist das, ja. Und langjährige Ausbildung und Studium. Auch im Studium ist das Bibliotheks, wie heißt das, Management, Informationsmanagement, das ist also verbunden. Also das sind schon Spezialisten, die da vor Ort sind und dass man die halt so ein bisschen auch in unserem Sinne aktiviert, dass sie halt nicht nur die Bücher hinstellen, sondern eben auch Kurse anbieten, Kompetenzen und eben als, also als Recherchepunkte für Normalbürger, als Anlaufstelle dienen. Auch ein ganz klassisch piratisches Thema, finde ich, was wir halt überhaupt noch nicht in unserem Programm drin haben. Dann wird es Zeit. Ja. Film- und Kinoförderung ist ein nicht ganz unerheblicher Teil von Kulturförderung auf Landesebene, weswegen wir hier auch ein bisschen was geschrieben haben und auch uns Gedanken dazu gemacht haben, weil es findet viel statt. Daher die regionale Filmförderung ist weiter auszubauen, mit besonderen Akzenten auf digitaler Filmproduktion, Dokumentarfilm und Nachwuchsförderung. Das sind so ein bisschen die klassischen Sachen, die immer genannt werden, weil die kulturell so wichtig sind. Wir haben da noch die digitale Filmproduktion dazu genommen. Programmkinos müssen ebenso gefördert und ihre Existenz gesichert werden wie Theater. Weil die Theater kriegen so viel Geld,
während ein bestimmter Teil von Kultur, eben audiovisueller in Form von Film oder sowas, praktisch nur so abgespeist wird mit Brotkrumen. Da sagen wir, eine moderne Gesellschaft muss das auch leisten können, zumindest, ich will nicht sagen nicht kommerzielle Kinos, aber zumindest für so ein anspruchsvolleres Publikum oder nicht, wie soll man sagen, wir wollen sozusagen nicht, dass die großen Filmproduktionen noch mehr gefördert werden. Das findet tatsächlich statt, dass irgendwelche Hollywood-Filme im Rahmen der Wirtschaftsförderung massig Geld, wirklich Millionen kriegen. Also die Filmförderung hat, glaube ich, ein Budget von 50, 60 Millionen Euro. Und ich glaube, vor ein paar Jahren ist dieser Inglourious Basterds von Tarantino mit 7 Millionen gesponsert worden. Ja. Also das ist ja ein... Ja, also hat Millionen eingebracht, die wahrscheinlich nicht wieder in die Filmförderung zurückgeflossen sind. Ja, das war klassische Standortsicherung oder wie man es nennen will. Also 7 Millionen für einen Film, der sozusagen kommerzieller Erfolg auch absehbar war. Also ich meine, das kann man jetzt unter Standortsicherung als Wirtschaftsförderung, meinetwegen, ja, ist eine andere Baustelle. Aber bei Kultur führt sowas natürlich auch zu so einer Mainstream-Bildung oder ganz massiven Einengung der Vielfalt, weil der Rest hinten runterfällt, der das Geld eher bräuchte, weil die Produktionen von kleineren Sachen sonst gar nicht zustande kommen. Aber das Geld ist dann halt bei den großen Projekten und unterstützt die sich Kraft eigener ökonomischer Wirksamkeit sowieso selber halten können. Ja, also Tarantino, schätze ich sehr, hat kein Problem, einen Film finanziert zu bekommen. Er braucht jetzt nicht noch 7 Millionen von Hessen. Und diese 7 Millionen fehlen dann an den Stellen, wo sich eben auch die selteneren, kleineren Alternativen bilden könnten. Und hier haben wir natürlich als ein bisschen piratische Sichtweise auf diese ganze Sache versucht, weil das in Hessen ein relativ starker Standort auch da ist und auch wichtige europaweite, wichtige Konferenzen und sowas hier stattfinden, dass wir eben diese artverwandten Bereiche wie Post-Production, visuelle Effekte und Animation stärker eben ins Bewusstsein rücken wollen, dass das ja auch Kultur ist. Das ist ja nicht nur Wirtschaft, sondern da sind natürlich auch kulturelle Sachen am Machen. Also werden auch kleine Sachen gemacht, die wir eben dann auch mal vielleicht so ein bisschen gefördert sehen wollen. Anders ja als nur die klassischen Filmförderungen, so hier irgendwelche kleinen Dokumentarfilme oder auch kleine Spielfilme oder sowas, sondern auch mal vielleicht diese neuen Medien stärker da einbinden in diese Film- und Kinoförderung, dass die auch Aufführungsorte vielleicht kriegen, anstatt nur bei YouTube zu landen oder sowas. Immer Spektrum an Film- und Aufführungsorten soll erweitert werden, dass das auch ein bisschen verschränkt wird, die Möglichkeiten, die man ja hat, dass das gefördert wird, dass die Sachen nicht leer stehen und ja. Was mir jetzt hier wieder fehlt, ist die Erwähnung der Barrierefreiheit. Weil es ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass bei vielen deutschen Filmen, vielen deutschen Produktionen auf den DVDs letztendlich dann die deutschen Untertitel fehlen. Und da können wieder Gehörlose nichts mit anfangen und auch Schwerhörige tun sich dann schwer damit. Und zum Beispiel von Ein Augenschmaus, Julia Probst, weiß ich, sie führt selbst eine Liste mit DVDs, die keine Untertitel haben, die sie sich vielleicht zum Teil gerne kaufen würde, aber nicht, es nützt ihr nichts, weil keine Untertitel drauf sind. Ja, also das muss in der Filmförderung auch mit rein, dass das, wenn es gefördert wird, zwingend ist, dass dann letztendlich auch Untertitel angeboten werden. Ja, wir wollten diesen Antrag noch ein bisschen mit ein, zwei Sätzen zu ergänzen und das werden wir mal gucken, dass wir sowas dann versuchen mit reinzunehmen, weil ich denke, das auch ein wichtiger Punkt ist. Was ich da noch recht wichtig fände, wäre der Gedanke, dass Sachen, die von öffentlicher Hand in der Richtung mitfinanziert werden, auch der Öffentlichkeit günstiger beziehungsweise im Sinne des Open Access, Public Domain, eher zur Verfügung stehen. Vielleicht nach einer gewissen Frist, Verwertungsfrist, dass man sagt, okay, was von öffentlicher Hand gefördert wird, muss auch der öffentlichen Hand, dem öffentlichen Gesellschaft irgendwann zur Verfügung stehen. Das ist richtig. Gibt es zwei Punkte zu sagen. Das erste ist, es gibt so einen Antrag. Der wird jetzt auch kommen. Wir haben den gefragt, ob wir den hier einbauen wollen, aber haben es dann auch zeitlich einfach nicht geschafft, dass wir das
weil der, das ist vom Stefan Szymanowski, der hat so einen Antrag, der sagt, nach 5 Jahren soll sozusagen, und das finde ich total richtig, auch ganz ehrlich, darum haben wir das jetzt da jetzt hier nicht mit reingepackt, weil da gibt es bestimmt noch, also wir brauchen ja keine konkurrierenden Anträge quasi da schreiben. Vielleicht dann in der Begründung Verweis darauf? Dazu kommt noch, dass da haben wir sehr lange drüber diskutiert, natürlich Open Access für kulturelle Werke und sowas, das bedeutet auch für den Künstler, wenn er seine Werke abgeben muss und sowas. Aber genau, da haben wir auf jeden Fall schon mal gesagt, das ist richtig. Ich hatte ihn, wie gesagt, gefragt, ob wir es mit verbinden wollen, aber auch er hatte dann keine Zeit, sich mit uns zusammenzusetzen und wir waren auch ein bisschen stressend. Also klar, das sollte natürlich logisch sein, weil das ja auch ist, wenn wir es fördern von unserer Seite aus und dann, sobald man sagt, okay, 5 Jahre von mir aus als Frist, wo sich das amortisieren darf und so, dass es dann zumindest in einer gewissen nicht kommerziellen Nutzung oder was auch immer dann für alle frei ist. Ist ja auch, ergibt sich ja auch, du merkst schon, vieles ergibt sich, wenn man drüber nachdenkt. Von selbst, weißt du, brauch ich nicht. Aber man muss es ausformulieren, weil viele Leute lesen das nur und denken nicht genauer drüber nach. Deshalb sollte man es vielleicht ausformulieren, damit die Leute dann auch auf den Gedanken kommen, in die Richtung mal zu denken. Also jetzt nicht nur parteiintern, sondern auch, wenn wir das halt irgendwo öffentlich machen, die Leute, die halt nicht so genau bisher darüber nachgedacht haben. Mhm. Ja, stimmt. Das nächste ist auch wieder so ein ganz klassisches Thema, was Theaterförderung angeht, weil das ist immer natürlich was, was viele Leute, wenn sie Kulturförderung oder Kulturpolitik hören, ja, wie gehen wir da mit Theatern um, was ist da unsere Idee, um zu gucken, haben wir denn da Ideen? Und da schreiben wir dazu. Also wir haben in Hessen das, naja, man kann schon sagen, Problem, dass das Land unglaublich viel Geld in einige große Häuser steckt. 6 Stadttheater, Landestheater, Staatstheater. Und das sind etablierte Institutionen, die unter anderem das Geld bekommen, weil sie sind ja etabliert und müssen am Leben gehalten werden in dieser Form. Es geht um zahllose Millionen. Ich weiß, ich kann es nur aus Gießen beschreiben. Also da wird das Stadttheater vom Land, glaube ich, mit 6 Millionen gefördert. Und freie Akteure, jüngere, die halt so freie Performancegruppen bilden oder sowas, die kommen kaum durch, können kaum überleben. Das klingt 80-90% der Förderung, das Theater teilweise andere. Das passt nichts anderes. Und das ist, uns stört dieses Ungleichgewicht. Also nichts gegen die großen Häuser, aber die bedienen ja doch nur eine bestimmte Klientel. Und das ist das Problem eigentlich. Im Prinzip wird da unglaublich viel Geld in eine Ressource gesteckt, bei der nicht das Kriterium ist, dass es möglichst vielen zugutekommen soll, sondern dass man weiß, ja, Hochkultur, Bildungskultur, dann gibt es noch so theaterpädagogische Projekte, wo die was mit Kindern machen und so, das ist auch alles gut, aber sie bleiben so in ihrem Muster gefangen und andere Akteure, die anders agieren, die bluten etwas aus daneben, weil das Geld ist gebunden in diesen Häusern. Jetzt könnte man sagen, ja gut, alle Häuser, alles auf Null und wir verteilen einfach gleichmäßig das Geld. Das würde aber dazu führen, dass diese Häuser ihren Betrieb einstellen müssten. Man kann ein Stadttheater, was im Jahr 6 Millionen kostet, nicht mit 2 Millionen betreiben, weil viele Kosten liegen in dem Gebäude, liegen in dem Betriebspersonal und so weiter. Ja. Man kann aber natürlich erstmal hinterfragen, muss man das in dem Umfang betreiben? Also kann man nicht zum Beispiel Teile der laufenden Betriebskosten für feste Ensembles oder sowas abbauen, um sie wechselnden freien Akteuren zur Verfügung zu stellen? Und das gilt natürlich auch für die dinglichen Ressourcen, Bühne, Werkstätten und so weiter. Ja, man kann durchaus diese Häuser, also wenn man die jetzt einfach abbauen würde, wäre was verloren. Das ist ganz klar, so eine Institution hat ihren Wert, aber sie könnte offener genutzt werden. Sie könnte verpflichtet sein, zum Beispiel nicht nur ihr in der eigenen Intendanz beschiedenes Programm zu spielen, sondern, was weiß ich, 20-30% der Bühnenzeit zur Verfügung zu stellen für Akteure, Werkstattressourcen, Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Ja, und prompt wäre die eigentlich wertvolle Institution offener, vielfältiger, mehr im Bürgersinn. Benutzt. Und für die Gemeinschaft wertvoller.
und für die Gemeinschaft wertvoller. Ja. Viele dieser Häuser haben ja dann Sommerpause und so, und dann sind da Räume, die hochsubventioniert werden, aber dann nicht genutzt werden. Also wo dann könnten dann andere Leute, die vielleicht nicht im Urlaub sind, eben dann da ihre Sachen vielleicht darstellen. Daher halt dieses, diese Idee, die Theaterlandschaft etwas stärker aufzulösen, zu vernetzen auch und da sowas zu fördern. Deshalb echt ganz sinnvoller kulturpolitischer Antrag, auch der im Prinzip auch von Fachkommissionen so vorgeschlagen wird. Also wir hatten in Frankfurt hatten wir so eine Untersuchung der freien Theaterszene und also im Vergleich mit der normalen Theater, also von der Stadt, das kann man, ich weiß nicht, wie sich die Stelle nennt, da beim Kulturamt sozusagen runterladen, was weiß ich, wie vielseitiges PDF, und da wird genau sowas auch bemängelt, dass sozusagen alles geht an die Etablierten, es findet so von der Knöcherung statt, immer wieder dasselbe, keine Nachwuchsförderung und so weiter. Und das ist da auch vorgeschlagen, die freie Szene mal ein bisschen, die ja sonst wirklich, also ganz viele kleine Theater müssen sich selbst finanzieren, und das ist natürlich extrem schwierig dann, weil die dann nie diesen Durchbruch schaffen, dass sie mal irgendwie mal Planungssicherheit oder sowas haben. Also Frankfurt ist halt kein Landestheater, deswegen fällt das, dieses Schauspiel fällt in dem Sinn da raus, aber ist so vom Problemmuster her ganz offensichtlich. Ja? In Frankfurt wird die freie Szene mit 4 Millionen gefördert und das Schauspiel und so die Häuser mit 160 Millionen. Und da kostet schnell mal ein Bühnenbild im Schauspiel so viel Geld, dass davon eine freie Theatergruppe ein Jahr lang komplett überleben, produzieren, alles könnte. Ja? Also ich dann denke, ja, also irgendwie stimmt die Verteilung nicht. Das ist halt das Problem. Und natürlich haben die freien Gruppen, die könnten sich jetzt wesentlich entlasten, wenn sie die Möglichkeit hätten, zum Beispiel ihre Werkstattnotwendigkeiten beim Schauspiel erledigen zu lassen. Die Werkstätten sind ja da, hochqualifiziert, gut ausgebaut und sowas, ja. Das wäre der Ansatz, um zu sagen, ja gut, also wenn man das Geld, man kann jetzt nicht das vom Schauspiel irgendwie 100 Millionen abziehen und sagen, macht man mit 60 Millionen weiter, wir verteilen die anderen 100 Millionen anders, dann kann man das Schauspiel dicht machen. Das funktioniert in der Form nicht. Aber warum sitzen die auf ihren Werkstätten und lassen andere nicht rein, weil es ist Verwaltungsstress, und außerdem mag man es ja auch nicht so und so weiter. Ja? Genau, das geht halt da packt dann jemand mein Werkzeug an und das möchte man nicht. Nee, find ich sehr, sehr sinnvoll. Vor allen Dingen, da gibt es viele Redundanzen, die man auflösen könnte und Synergieeffekte bekommen könnte. Dann auch eine Kooperation möglicherweise zwischen den Häusern und den freieren oder kleineren Gruppen. Also 100% dafür. Ja, ich gehe mal noch weiter. Bürgernaher Denkmalschutz. Ist das der letzte? Kommt da nicht noch was danach? Nee, da kommt noch. Da kommt noch. Warum zappelt denn der so hier? Hast du irgendwas gemacht mit meinem Computer? Ich habe gar nichts mit dem Computer. Wie kommt man noch unter den? Da kommen noch zwei. Das war's dann. Der Abbildungsrechte ist der letzte. Ja, bürgernaher Denkmalschutz, ein sehr piratenfernes Thema zunächst mal. Denkmalschutz ist, glaube ich, etwas, wo viele denken, um Gottes Willen. Ja, Kultur-AK, genau so sieht es aus am Ende, wenn man sie freilässt. Denkmalschutz ist ein ganz kurioses Ding, weil es tatsächlich für viele Leute, für viele einfache Bürger Probleme mit sich bringt, wie es in der jetzigen Form ist. Was daran liegt, dass der Denkmalschutz ist finanziell nicht sehr gut ausgestattet, hat aber das Bedürfnis und auch die Aufgabe, Denkmäler zu produzieren, also viel festzuhalten. So, was macht der also? Und der kann wenig fördern. Es gibt natürlich staatlich geförderte Denkmalunterhaltungen, herausragende Objekte oder sowas. Aber das gemeine Denkmal ist ein Fachwerkhaus in einem Ort in der Wetterau. So, das wird nicht aktiv gefördert, es gibt kein Geld dafür. Förderung ist dann Steuerersparnis für den Investor, also den Hausherrn, der das aufwendig saniert. Und deswegen kommt der Denkmalschutz und sagt, okay, ich verhänge jetzt Denkmalschutz über dein Gebäude. Du hast jetzt ein Denkmal, kannst stolz drauf sein. Ab jetzt musst du das undichte Dach mit ganz speziellen Schindeln decken. Die kosten halt dreimal so viel wie die normalen, weil sie müssen irgendwie substanzkompatibel sein.
Und, aber die Mehrkosten kannst du von der Steuer absetzen, super. Ja, das hilft aber nur, wenn man wirklich viel Fett von der Steuer abzusetzen hat. Erstmal muss man statt den Schindeln für 3.000 Euro fürs Dach, muss man halt 8.000 hinlegen. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe ein Jahreseinkommen, was mich gerade und meine Familie gerade so durchbringt, ich habe keinen Steuerersparnisgewinn, ich habe einfach nur eine enorme Mehrlast, dann sagt der Denkmalschutz im Großen und Ganzen, ja, ich meine, aber dafür hast du ein Denkmal, freu dich doch. Ne? Also das ist irgendwie, das ist relativ so, und es gibt sehr viele so Bürgersituationen, wo Bürger damit konfrontiert sind, dass der Staat seine als Gemeinschaftsinteresse begriffene Tätigkeit des Denkmals auf die Einzelnen abwälzt. Das geht halt so nicht. Das ist irgendwie schräg. Also man müsste vielleicht gar nicht so viele Denkmäler haben dafür, aber die, die man hat, sagen, ja, okay, wir übernehmen die Mehrkosten. Also so zum Beispiel. Wir wollen das gar nicht so detaillieren. Der Punkt ist erstmal zu sagen, da muss mal richtig neu angesetzt werden, weil der so wie der jetzt durchgeführt wird. Dazu kommt, dass es dann, wenn habe ich dann ein Denkmal am Hals, dann habe ich kaum Einspruchsmöglichkeiten. Es gibt zwar einen offiziellen Einspruchsweg, der aber also mangels Erfolg auch kaum jemals beschritten wird. Das führt dann häufig zu den bekannten Fällen. Man lässt das Haus halt so lange verfallen. Das kennt man in jedem Ort, in jeder Stadt, bis der Denkmalschutz sagt, okay, es ist nicht mehr zu retten, jetzt darfst du es abreißen. Dann stehen die Häuser halt mal 10, 20 Jahre, die Hausherren machen die Fenster auf, damit möglichst schnell Feuchtigkeit ins Gemäuer einzieht. Und es gibt dann, dadurch kriegt man das Denkmal dann los als Besitzer. Ja? Weil kaufen will das dann auch keiner mehr, das Gebäude, weil klar ist, wenn ich mir ein Denkmal kaufe, habe ich unglaublich viel mehr Kosten. Also offensichtlich funktioniert das Prinzip nicht, wenn für ganz viele die Lösung ist, sich einfach durch Verfallen lassen dessen, was ja geschützt werden sollte, aus der Affäre zu ziehen. Und da müsste man, Denkmalschutz ist Landespolitik, ja. Also da könnte man aber einfach sagen, nö, wir setzen das anders auf. Christian, du hast da hier unten diesen Teil, da hast du noch was vom Manifest drin. Ah ja, das machen wir später. Also ich meine, das müssen wir jetzt nicht aufräumen hier vor, nicht in der Öffentlichkeit. Okay, ich habe das jetzt gar nicht, gut, ich kenne die ja auch, ich habe das jetzt gar nicht gelesen. Ja. Denkmalpolitik. Genau. Ja, also deswegen ist Denkmalschutz tatsächlich, könnte auch ein Thema sein, weil es geht gar nicht nur um, wie gehen wir mit Denkmälern um, sondern es geht dabei auch letztlich um, wie geht der Staat mit seinen Bürgern um. Und mit diesem proklamierten, im Prinzip nachvollziehbaren Gemeinschaftsinteresse, dass es Denkmäler und eine Sorge darum geben soll, aber nicht in dieser Form, wie es im Moment zwischen, wie der Staat das im Moment mit den Bürgern macht. So, das ist so. Bürgernahe Denkmalschutz, nicht nur Denkmalschutz. Ja, deswegen. 2 Minuten haben wir. Es geht bis 12, nicht bis halb. Bis 12 wäre vor allen Dingen die Leute, die sich zum Essen angemeldet haben, sollten auch relativ zeitnah um 12 da sein, weil der wird mit uns rechnet. Ja, ja, wir. Gut. Wie lange haben wir Pause? Eine Stunde. Das ist nicht aus dem Augenblick, das ist durchaus richtig. Eine Stunde 30, glaube ich, so. 13:30 geht es weiter. Und gut, dann kommen wir ja ein paar Minuten über. Ja, ja. Also ein ganz klassisches Thema, wenn wir über Kultur reden, bei den Piraten ist immer diese Computerspiele. Da ist ja so eins der Kernkompetenz und das wird in vielen anderen Landesprogrammen sehr weit ausgeführt, Förderung von E-Sport und sowas. Da habe ich dann immer Angst persönlich, dass es am Ende heißt, dass wir so Firmen wie Electronic Arts oder so dann auch noch Kulturförderung zukommen lassen. Darum haben wir das bei uns jetzt versucht, nur ganz knapp abzuhandeln. Vielleicht kann man es noch etwas ausbauen. Aber da sagen wir einfach, wir breiten diesen Begriff mal aus, wie es andere angedeutet haben. Und für uns sind es nicht nur Computerspiele, die Kultur sind, sondern eben alle Spiele. Die Piraten erkennen den Vorgang des Spielens als wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung an. Video- und Computerspiele, ebenso wie klassische Brett- und Kartenspiele, Rollenspiele oder sportliche Spielformen, sind Kulturgüter und sollten als solche anerkannt und gefördert werden. Das sind sozusagen die Basics. Was wir daraus machen, kann man dann eben spielen, fördert unabhängig vom Medium, Lernprozesse, Kommunikation, Vernetzung, soziale Interaktion, auch Generationen begreifen.
weil gerade auch jetzt hier diese Brettspiele sind in Deutschland ein ganz wichtiger Kulturfaktor auch, also auch weltweit führend sozusagen ist diese Szene. Und das nur auf Computerspiele dann am Ende so zu begrenzen, fände ich dann auch blöd. Es gibt eben noch viel mehr, was man auch als Spiel und als Kultur damit ansehen kann, auch Rollenspiele und diese Sachen. Du wirst wahrscheinlich... Was ist das jetzt mit der Zeit? Zwei Minuten. Ich halte mich auch kurz. Also ich finde gut, dass ihr es nicht nur auf Computerspiele bezieht. Erstens haben wir eh den Ruf, Nerds zu sein. Das müssen wir nicht noch untermauern. Zum anderen, meine Frau macht gerade eine Ausbildung zur Erzieherin im Kindergarten und Spielen ist eine der ersten Formen von Interaktion von Kindern untereinander, vor allen Dingen auch unterschiedlicher Nationen dann, also Nationalitäten. Das ist und im Zweifelsfall auch bei inklusiven Kindergärten. Die haben einen völlig unbefangenen Umgang miteinander, der durch das Spielen noch gefördert wird. Und das sollte insgesamt auch durchaus genau in der Form, wie es da steht, gefördert werden. Also gerade durch meine Frau kriege ich dann im Moment ein bisschen was von mit. Da wollten wir denn vielleicht noch ein, zwei Sätze auch hier ergänzen, weil das so knapp ist. Das ist ein guter Hinweis, dass wir das Spielen da auch als mit dieser Funktion in Verbindung setzen. Das ist gesellschaftsformend. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann wäre es eigentlich verkürzend zu sagen, Computerspiele. Ja, genau. Weil Kinder im Kindergarten spielen noch nicht mit Computer. Die spielen miteinander Brettspiele und ähnliche Sachen. Und da wird gesellschaftliches Zusammenleben zum ersten Mal geübt und gelernt. Genau, das wie gesagt, als solche auch anzuerkennen und zu fördern, da kann man ja viel draus machen, wenn man mal anfängt, drüber nachzudenken. Geht dann auch in Richtung Bildung. Genau, das ist ja auch ein wichtiger Teil von Kultur. Abbildungsrechte. Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich verstehe jetzt nicht ganz den Unterschied zum Open Access. Ich bin jetzt stehe da ein bisschen auf dem Schlauch. Christian, warum wollte ich das du da vielleicht? Ja, danke mal. Wir haben da wirklich so Mammutsitzungen gehabt. Also. Den verstehe ich gerade auch nicht. Vielleicht haben wir da was falsch zusammenkopiert. Ja, vielleicht irgendwas falsch kopiert, ja. Dass das sozusagen ein Teil war, das wollten wir, kann sein, dass wir das so genannt hatten, dann ausformuliert und dann doch. Und das ja, ich weiß also, es geht im Prinzip wieder, also wenn wir jetzt nochmal uns genauer angucken, was wir da eingereicht haben überhaupt, die Abbildungsrechte, aber das hatten wir mit dem Open Access im Prinzip schon, das dürfte auch wahrscheinlich wortgleich sein, hier fotografieren und filmen von Kulturgütern in der öffentlichen Hand. Ja, haben wir dann den Glück gehabt, dass wir dann doch schneller durch waren. Also vielen Dank für eure Arbeit, das ist gut. Und ich hoffe, dass es so en bloc angenommen wird. Ja, macht Werbung in euren KVs oder sagt Leuten, wenn ihr auf dem Parteitag sagt, hier, ich habe mir das schon mal angehört und das, ich weiß nämlich nicht, ob wir dann die Zeit da haben, ein, zwei Stunden, das so wie wir es heute, da steht, wenn dann wieder so eine Schlange allein am Mikro steht, dann wird das, hat irgendwann keiner mehr Bock drauf und dann stirbt das sozusagen den stillen Tod. Könnt ihr vielleicht zum Abschluss noch mal kurz sagen, wo man den Antrag online finden kann? Ja, der liegt auf der Antragsseite für den Landesparteitag. Die Nummer 52, glaube ich, ist das. 51, PA 051, PA 051 im Antrags. Auf der Antrags-Wiki-Seite. Und genau, also. Macht Werbung. Es gibt auch die Möglichkeit in den nächsten Wochen, dass jemand von uns in vielleicht mal eine Versammlung in einem KV oder irgendwo macht, wenn das von Interesse gibt, sozusagen die Anträge vor Ort mal vorgestellt bekommen. Tragt das in eure KVs, dass ihr uns quasi buchen könnt mal. Also man kann da was absprechen, um dann irgendwie
Jetzt gerade von mir aus und von Michael aus kann ich das sagen, vielleicht sogar zwei Antragsblöcke zusammen, also Sozialpolitik auch noch mitzumachen oder sowas, falls es sozusagen als Sonderveranstaltung, es geht an einem Stammtisch, aber es wäre ja vielleicht auch attraktiv zu sagen, wir machen mal eine Veranstaltung in Vorbereitung unseres Kreises auf Butzbach. Kommt mal jemand, kann das darstellen, kann Rückmeldungen entgegennehmen und so weiter. Ja, das genau, so. Vielleicht Antragstreffen, wo dann Leute vorstellen können wir dann auch kommen. Das wird es ja vielleicht geben. Ansonsten, man sieht sich in Butzbach und hoffen wir, dass es überhaupt rankommt und dann, dass es en bloc abgestimmt wird, weil man kann es eigentlich jetzt, es gibt kaum Sachen, die jetzt, denke ich, dazu Diskussionen führen müssten. Ja, schönen Dank. Wir danken euch. Dankeschön.